Was brauchen ältere Hunde, die immer älter werden? Geduld und ganz viel Liebe. Während ich die Kamera aufbaue, geht sie heimlich an Enten dran. Regelmäßig streckt und reckt sie sich. Hunde-Yoga bringt's. Manchmal machen die Knochen nicht mit. Phasenweise ist sie gar nicht fit. Kleinere Runden sind dann angebracht. Wir passen uns an und geben auf sie Acht. Als es vor 2 Jahren Oma Lisha nicht gut ging und ich dachte, sie will sich vom Acker machen, ein Jämmerling. Dann kam Elfi zum Rudel dazu. Alles änderte sich, Gott sei Dank. Juhu! Lisha wurde gründlich durchbewegt. Elfi hat die träge Oma belebt. Ihre neue Aufgabe als Oma wehte ins Leben ein neues Aroma. Früher hat sie gerne gejagt. Heute hat sie dem Ganzen entsagt. Gott sei Dank, hat das Frauchen gesagt. Mag kein Wasser. Sie ist alles, was nass ist, Hasser. Über den Schatten springen hält jung, fordern aber nicht überfordern hält sie in Schwung. Nee?
halbe Herztablette zweimal täglich, wenn sein muss und verträglich. Wir sind der Meinung, alles, was an Chemie nicht sein muss, ist im Leben ein großer Plus. Denn möglichst viel Natur ist unsere tägliche Kur. Frauchen verspeist überzeugt Wildpflanzen, muss einiges davon im Hundenapf verfranzen. Obwohl sie sich ausgewogen ernährt, haben dennoch sich diese grünen Stängel bewährt. Bitte auf kein gespritztes Feld, es unerwünschte Pestizide erhält. Grasfressen enthält Chlorophyll, Wasser, Proteine, Kohlenhydrate, Mineralstoffe, Calcium, Magnesium sowie Eisen. Thank you.